Zwei von insgesamt noch fünf sieglosen Teams treffen vor 1012 Zuschauern im Xaver Bertsch Sportpark aufeinander. Die Gefühlslagen bei den beiden Kontrahenten aber doch relativ unterschiedlich. Während sich die Spielvereinigung Ansbach zuletzt mit einer starken zweiten Halbzeit bei den Bayern Amateuren nach 0:2 Rückstand immerhin den ersten Punkt der Saison erkämpfte, setzte es für die Viktoria aus Aschaffenburg ganz in Weiß zu Hause gegen Burghausen eine deftige 0:4 Klatsche. Bei einer weiteren Niederlage würden die ambitionierten Unterfranken schon früh ganz unten drin hängen. Der Druck also durchaus spürbar und das zeigte sich auch schnell auf dem Feld. Keine drei Minuten sind gespielt, als Patrick Kreuz zum ersten Abschluss kommt. Max Grün wehrt zunächst ab, pariert dann auch den Nachschuss von Lukas Schmidt, aber aller guten Dinge sind ja bekanntlich drei. Das frühe 1:0 durch den zweiten Saisontreffer von Schmidt, der schon gegen die Bayern den so wichtigen Anschlusstreffer erzielt hatte. Horrorstart dagegen für die Gäste, die in den ersten Minuten nur körperlich anwesend waren. Einzig Keeper Grün, wie schon in den ersten beiden Saisonspielen, in Normalform. Nach etwa einer Viertelstunde fand die Viktoria, die übrigens keines der letzten fünf Pflichtspiele gegen Ansbach gewinnen konnte, dann aber etwas besser rein. Bei der ersten gelungenen Offensivaktion durch diesen Schuss von Lukas Sitter war jedoch schon fast eine halbe Stunde vergangen. Insgesamt jedoch die Hausherren viel aktiver und vor allem zielstrebiger. Nico Heyer macht hier bei diesem schnellen Konter fast alles richtig, setzt seinen frechen Lupfer dann aber einen Tick zu hoch an. Nicht nur in dieser Szene die Ansbacher Spielfreude deutlich zu erkennen, bei Aschaffenburg wirkte dagegen alles irgendwie gehemmt. Wesentlich gefährlicher da schon die Heimelf. Der auffällige Tarkan Ükünçü, Neuzugang aus Feucht, zwingt Grün mit diesem Schuss zur nächsten Glanzparade. Kurz vor der Pause dann eine knifflige Szene. Schmidt kommt im Zweikampf mit Luca Dähn zu Fall. Schiedsrichter Elias Tiedeken zögert nicht lange und zeigt auf den Punkt. Der Elfmeter eine Sache für Erik Weger und der schummelt die Kugel unter Grün hindurch. Das 2:0 für Ansbach quasi mit dem Pausenpfiff natürlich zum optimalen Zeitpunkt. SVA-Coach Simon Goldhammer reagierte in der Halbzeit mit einem Dreifachwechsel und der sollte auch gleich Wirkung zeigen. In der 54. Minute buxiert David Nene eine Ecke in Zusammenarbeit mit seinem Gegenspieler Ükünçü über die Linie zum Anschlusstreffer. Ist das nun endlich das benötigte Hallo-Wach-Signal für Aschaffenburg? Mitnichten, denn die Gastgeber spielten völlig unbeeindruckt weiter und fanden nur kurz darauf genau die richtige Antwort. Niklas Seefried steckt perfekt durch für Schmidt und der schiebt die Kugel durch die Beine von Grün rein zum 3:1 in der 57. Minute der Doppelpack für den 27-Jährigen. Danach schaltete die Spielvereinigung in den Verwaltungsmodus, setzte jedoch weiter den ein oder anderen Nadelstich, so wie in der 76. Minute. Da kommt der kurz zuvor eingewechselte Michael Speer an die Kugel und vollendet in seinem ersten Einsatz nach längerer Verletzungspause eiskalt zu seinem ersten Saisontor, wohl dem, der solche Joker in der Hinterhand hat. Spätestens mit dem 4:1 war das Ding natürlich durch, positiv aus Sicht der Gäste, zumindest, dass sie sich nicht komplett aufgaben und nochmal alles versuchten, wie bei diesem Freistoß von Benjamin Bayer, den Schiefer aber stark aus dem Winkel fischt. Am Ende also ein in dieser Höhe sicherlich überraschender, aber auf jeden Fall verdienter Sieg für Ansbach. Ja, ich glaube, dass wir heute von Anfang an die bessere Mannschaft waren. Dann hatten wir mal kurzen Durchhänge in der ersten Halbzeit. Aber allen in allem ist es ein total verdienter Heimsieg. Wir wollten heute unbedingt den Heimsieg. Wir wollten unbedingt hier zu Hause den ersten Dreier machen dieses Jahr. Das ist uns gelungen. Richtig gut. Die Mannschaft hat heute alles am Platz gelassen. Genauso muss es sein. Weiter geht's. Ja, ich denke, wir haben heute vieles vermissen lassen von dem, was wir uns vorgenommen haben. Wir wollen hier heute einen leidenschaftlichen Fight zeigen von der ersten Minute an. Das haben wir leider nicht geschafft. Das Spiel beginnt natürlich auch denkbar ungünstig mit 0:1. Da muss man schon erstmal schütteln. Aber grundsätzlich, glaube ich, war es über die 90 Minuten dann einfach zu wenig. Aschaffenburg kassiert zum zweiten Mal in Folge 4 Gegentreffer und ziert damit weiter das Tabellenende. Beim Blick auf das anstehende Programm muss man sich am Schönbusch wohl auf schwere Wochen einstellen. Erleichterung dagegen bei der Spielvereinigung Ansbach, die ihren ersten Saisonsieg feiert und nun etwas entspannter zu Meister Würzburg reisen kann.